Hamburg, Berlin und in der Nähe von München, wenn jetzt kein Lockdown wäre. Ja, ich schlag mich hier gerade durch den dunklen Wald und Thema ist heute mal Plan nicht mehr zu viel. Hat jetzt auch mit Beziehungen zu tun, aber nicht nur. Diese Zeiten, die wir gerade haben, laden ja auch so ein bisschen ein, sich einfach mal reinfallen zu lassen. Ich weiß, es ist schwierig, darauf zu vertrauen, dass das Universum einen schon irgendwie da durchschleust, irgendwas Cooles für einen plant, vielleicht zu euch einen neuen Partner vor die Füße wirft irgendwann mal. Und was wir gerade gut üben können, ist dieses, nicht mehr so viel zu planen. Also, und einfach mal zu sagen, hey, kann man jetzt eh nicht planen. Und ich fokussiere mich aufs Hier und Jetzt. Man sagt ja oft im spirituellen Bereich, Zeit gibt es gar nicht, aber können wir eh nicht verstehen, ist egal. Und einfach mal diesen Tag zu genießen und darauf zu vertrauen, dass du da in geschützten Händen bist, deiner eigenen Seele zu vertrauen. Und einfach mal versuchst, nur diesen Tag zu genießen und nicht mehr planst. Weil wenn wir uns mit Ängsten beschäftigen, und gerade kommen ja bei jedem die Ängste hoch, die es so gibt, dann ist das eigentlich immer eine Sache, die entweder in einer Zukunft liegt, weil Angst ist ja eigentlich selten irgendwas, was hier ist. Ne? Klar, wenn jetzt hier ein Tiger aus dem Busch springen würde oder ein Braunbär, klar, das wäre natürlich, dann dürfte man mal Angst haben, aber ansonsten ist es ja immer irgendwas, was in der Zukunft liegt, was man denkt, könnte es jetzt eintreten, könnte es nicht eintreten, also man weiß es eigentlich nie. Und klar, das haben wir alles in uns drin, in unseren Genen, in unseren eingespeichert, aber es geht darum, glaube ich, jetzt wirklich da mal rauszukommen und zu versuchen, mal so einen Weg zu gehen, der eben nicht so Angst dominiert. Das kann man natürlich sagen, aber es gibt doch tausend Gründe, Angst zu haben. Ja, klar. Aber trotzdem ist es nicht vielleicht auch ein bisschen eine Einstellungssache, wie man damit umgeht. Und sage ich jetzt auch als jemand, der auch Ängste durchaus gut kennt. So. Und können wir uns nicht versuchen, so ein bisschen unsere eigene Blase zu schaffen, ein Stück zu manifestieren? Oder müssen wir immer wieder einsteigen so in dieses Angstkollektiv, was gerade da ist? Mach dir nicht so viel Gedanken darum. Einfach nur mal eine kleine Aufgabe für dich. Hör mal auf zu planen und guck mal, was passiert. Und wir werden uns bald wiedersehen, spätestens beim Kanal-Special. Wenn ihr uns alle abonniert, haben wir bald die 22.222. Mach es jetzt. Ciao.